Und das muss umgekehrt werden. Und deshalb fordern wir den breiten Energiemix mit Kohlekraft, mit endlich wieder Kernkraft und ja, auch mit Gas aus Russland, liebe Freunde. Das hat uns den Wohlstand gesichert. Und erinnern wir uns, nach dem Anschlag auf Nord Stream hieß es, der Russe war's, wer sonst? Weil er uns immer wieder Böses will. Jetzt heißt es, die Ukraine soll es gewesen sein und sie habe jedes Recht dazu. Tschechiens Präsident und Polens Ministerpräsident stimmen sogar zu. Alle gegen Deutschland. Und was macht die Bundesregierung? Selbst die neuen Erkenntnisse, sie werden achselzuckend entgegengenommen. Scholz trifft sich mit Zelensky, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist völlig egal, ob Deutschland als souveränes Land angegriffen wird, ob unsere Infrastruktur zerstört wird. Wir sagen ganz klar, Schluss mit Waffenlieferungen in die Ukraine. 30 Milliarden Euro, was für ein Wahnsinn. Deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen diesen Krieg so schnell wie möglich. Und das muss die Aufgabe dieser Bundesregierung sein, am Verhandlungstisch beenden.